Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist jetzt der dritte Versuch, dieses Video zu machen. Vorhin hat der Livestream gelaggt, davor war die ganze Zeit dieser OBS-Scheiß, dass es die ganze Zeit rumgepiepst hat mit den Telegram-Nachrichten. Ich habe es jetzt ausgestellt, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe bei OBS die Desktop-Töne ausgestellt komplett, also man hört nur noch das Mic und ja, schauen wir uns kurz die Tage jetzt an. Wie gesagt, es kam endlich die Welle nach unten, auf die wir seit gestern gewartet haben. Habe hier die Welle runtergeschortet. Bin knapp $300 jetzt im Plus auf BitMEX. Wir supporten jetzt hier gerade auf der 61,80% Extension Ratio. Überhaupt keinen Grund zur Panik. War logisch, dass wir irgendwo bouncen. Ist momentan die 61,8 Ratio. Wir gehen jetzt gleich die Targets durch. Wie gesagt, ein, zwei Sachen noch zu besprechen, weil mich das mega abfuckt, dieser Hate die ganze Zeit, wenn man irgendwie bullish auf den, bearish auf den Bitcoin ist. Ich habe das Video gemacht letztens, wo ich gesagt habe, wir korrigieren jetzt mindestens bis 7,6K, bis 7,8K. Und ich hatte so viel Hate-Kommentare, so viel Dislikes, wo einfach Leute ohne Grund haten und sagen, oh, ich hoffe, du wirst dein Geld, hoffe, du wirst dein Geld mit Shorten, hoffe, du fließt alles und so weiter, du hast keine Ahnung von irgendwas, scheiß Analysen und so weiter. Wenn es euch nicht interessiert, die technischen Analysen, dann schaut es doch einfach nicht, bitte. Ich habe auch kein Interesse an fundamentalen Analysen und deswegen schaue ich es nicht. Das Ziel ist, dass wir uns gegenseitig nach oben pushen. Wir haben eine mega geile Community. Bei mir ist alles gratis. Bei uns in der Gruppe, wir pushen uns gegenseitig. Wir haben gegenseitig ja andere Analysen und jeder lernt vom anderen. Jeder wird besser. Und wir haben, glaube ich, die besten Calls in ganz Deutschland mittlerweile, weil wir, ja, wir haben diesen Breakout getargetet, diesen Breakout nach unten haben wir getargetet und es ist alles vollkommen kostenlos. Keine Drecksgruppe, wo man 40 Euro zahlt. Ja, wie gesagt, kleiner Rant jetzt. Muss einfach mal sein, weil das regt mich einfach auf. Einfach schaffen, dass wir alle besser werden. Das macht am meisten Spaß. Macht es am meisten Spaß, wenn man zu mir kommt und sagt, hey, dank dir habe ich gerade 20% Profit gemacht. Das ist so mega cool. Ich sag's euch, es ist mega cool, wenn jemand wegen mir einfach Profit macht, weil er sagt, okay, ich habe das und das gelernt. Ich mache keinen Verlust mehr. Das pusht einen 10-mal mehr, als wie wenn man selber Profit macht. Ich sag's euch, Leute. Also lasst die sinnlose Haterei. Wie gesagt, wenn euch TA nicht interessiert, dann schaut es einfach nicht. Ich finde das so sinnlos. Ja, also wie gesagt, im letzten Video habe ich gesagt, 7,6K, 7,8K. Wenn wir runterballern, ist das noch akkurat? Ja, ich gehe davon aus. Warum wir jetzt hier schon gegangen sind, ist einfach A-Welle runter, B-Welle hoch. Es war klar, dass eine C-Welle runterkommt. Es war klar, dass wir shorten. Die einzige Frage war, wie hoch B geht. Ich wusste nicht, dass B auf 8200 geht. Go-Time war dann offiziell, als wir hier dieses Descending Triangle haben. Triangles sind mega powerful, besser gesagt Dreiecke, ich sage immer Triangles. Dreiecke sind mega extrem powerful. Es war klar, als wir hier diese Lower Highs formen und die Lows gleich bleiben, war einfach klar, dass Go Time ist für die Shorts. Ich habe hier die Orders reingestackt. Ich zeige euch gleich nochmal auf BitMEX, wie man dann Orders ins Orderbook haut, ohne dass die direkt getriggert werden, also Shorts. Weil wenn ihr hier Short geht und also die Kerze ist schon im Gange, da kommt ihr nicht mehr rein, weil dann sind 100.000 Leute, die da short gehen. System überlastet und ihr habt Pech gehabt, könnt ihr nicht mehr short gehen. Erkläre ich euch nochmal separat in einem neuen BitMEX-Video vielleicht, Advanced-Tutorial mit Trailing-Stop und so weiter. Ja, wie gesagt, hier war Go-Time für den Short und jetzt schauen wir uns an, wie weit wir das Ganze runterriden. Wir haben hier mehrere Punkte auf Confluence. Erster Punkt ist hier. Ihr messt euch ganz easy die A-Welle aus. A-Welle kommt hier runter. Sprich, wir messen von hier oben bis nach hier unten die A-Welle aus und ziehen nach unten, wie weit es unten geht. Seht ihr das? One-to-One-Extension wäre hier. Das heißt, die C-Welle geht in dem Fall 1 zu 1 auf die Länge der A-Welle. Gutes Target. Wo wir jetzt gerade bouncen, ist 61,8 Extension von dieser Welle. Das heißt, wir sind jetzt gerade 61,8% von dieser Welle retraced. Auch ein gutes Target, aber nicht gut genug für mich, da wir mehrere Punkte der Confluence suchen sozusagen und die fehlen uns hier noch. Wir sind durch dieses 0,236 Fib Level extrem durchgerasselt. Das heißt, der nächste Support ist hier 0,382 Fib Level. In diesem Bereich haben wir auch One-to-One-Extension. Wäre hier eine gute Opportunity zum Bouncen? Auf alle Fälle. Was wir uns auch noch anschauen, hier mega gute Opportunity zu bouncen. 7200, mega risky zwar, wenn ihr short seid, wenn ihr wirklich so geil heiß drauf seid auf Profit, könnt ihr versuchen, darauf runter zu riden. Ist aber extrem riskant, weil wir hier einfach so viel Confluence haben. Wir haben hier dieses Aufkommen, diesen Support. Wenn wir hier brechen, werden wir auf die 0,618 fallen, aber sind jetzt beides Punkte von mir, beides Targets, sprich 7650 erstes Target, zweites Target 7280, weil wir hier 161 Point Extension haben und die Golden Pocket Ratio, deswegen sind jetzt zwei Targets, worauf ich Ausschau halte. Wie ziehe ich die Fib Levels? Ganz einfach, es kommen fünf Wellen hoch, 1, 2, 3, 4, 5, sprich Welle 1 ist hier, Fib Levels hochziehen und deswegen sind das jetzt meine Bereiche. Sind jetzt erstmal meine Targets, wie gesagt, nur kurzes Update. Fuckt mich jetzt schon mega ab, dass ich hier drei Videos machen muss, bis das endlich funktioniert. Und ja, wie gesagt,
nicht rumhaten und so. Ich verstehe es einfach nicht. Wir wollen einfach nur, dass alle besser werden. Der Content ist gratis. Ich freue mich mega, wenn ihr daraus was lernt. Und ja, warten jetzt mal ab. Ich warte, bis Korea aufwacht. Ich warte, bis die Asiaten aufwachen. Ich hoffe, die Asiaten dumpen den nochmal richtig runter. Und dann werde ich wahrscheinlich hier in diesem Bereich closen. Ich glaube, ich werde das Ganze safe spielen und werde mir das Ganze anschauen. Werden dann, glaube ich, knapp schon $500 Profit, dann wirklich auf 7600 runtergehen, weil der Hebel einfach so hoch war, was ich nie mache normalerweise. Aber hier war ich ziemlich confident. Und ich würde sagen, stay safe und wir sehen uns in der Gruppe oder im Video.